Ah, das sind die, wo wir gerade drei haben. Okay, was ist das hier? You are not ready. Make sure you return safely in the village. Aha. Required village to complete. Ja, also das ist die erste, der erste Level. Da fehlt mir ein Stern. Hä? Wieso fehlt mir hier ein Stern, Leute? Vielleicht ist es das hier. Wie auch immer, wir sollen Village spielen. Es wird vielleicht eine Mountainside. Schauen wir mal, was ist das hier? Slowdown. Wo ist ein Village? Ich suche jetzt mal Village. Ist es das da? Village Attack. Okay, nach diesem Mod hier können wir auf schwer spielen, was wir dann noch machen. Und dann will ich diesen Stern hier haben. Das ist wahrscheinlich schwer. Es gibt mehrere Heroes. Also das Game verspricht einiges. So, was haben wir hier? Jo, einen neuen Tower werde ich kriegen. Dieses Stomper, vermute ich. Gehen wir mal rein. Nicht zu viel quatschen, mehr zocken ist angesagt. Ihr wollt ja auch was sehen. Aber ich bin begeistert von dem Game. Es macht Fun. Jetzt kommen auch Fliegende, aber der greift Gott sei Dank die Fliegenden auch an. Zombievögel. Okay. This is no time for wasting good arrows on crows. We have bigger problems to worry about. Ja, Mann. So, die kommen da unten. We need to sell this turret to afford building. Okay, wir sollen den verkaufen. Das ist hier. Also das Game lernt uns alles, aber wie gesagt, klassischer Tower Defense, nichts Besonderes. So, wir haben was verkauft, da kriegen wir auch wieder irgendein. Also Achievements wie Sau, aber ist in Ordnung. So, hier soll man was hinstellen, denke ich mal. Das mache ich einfach jetzt mal. Da oben steht sicher gut. So, was ist mit dir? Upgrade the turret! Okay. Level up, das kostet um 25 Flocken. Oh, mehr Range und so weiter. Das nehme ich doch. So, leider kann ich es noch einmal. They are coming, prepare for an attack. Okay, das ist unsere anscheinend. So, du gehst. Wohin? Können wir dich nochmal upgraden? Leider nicht. So, aber den können wir upgraden. Das machen wir auch. So, du gehst da nach hinten. Der muss nicht da vorne rumlümmeln. Können wir nicht noch einen? Nein, können wir nicht. Starten wir mal die Wave. 24 Zombies kommen hier. Ich weiß jetzt nicht, in einer Wave oder in mehreren Waves. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er macht schon mal gut Damage hier. So. Die zwei, das läuft. Schade, dass die Kamera immer hier rumeiert, wenn ich da nach oben will. Aber es bringt es mal auch ein bisschen in die Mitte. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. So, ein bisschen Kohle brauche ich nur, dann kann ich was machen hier. So, wo können wir denn hin? Hier können wir den hin. Das machen wir. Den werden wir auch so schnell es geht upgraden. Da brauche ich 25 Eier. Jetzt kommen die da unten auch. Oh, die krabbeln hier rauf. So Schweine. Kommen von hinten. Die feigen Hunde. So, gib mir 25, Junge. Upgraden. So, das macht ja mehr Damage oder kriegt mehr Range. Das kann ich jetzt nicht sagen. So, den kann ich leider nicht verändern. Gehen wir da nach hinten, hinter unseren Dingsbums da. Da ist die Linie, da verliert man Leben. Ich glaube, wenn der tot ist, der kommt wieder oder so. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Hier haben wir noch ein schönes Plätzchen. Da bauen wir einen hin. 20 Zombies. Ich nehme gleich mal die zweite Wave. Da kriege ich dann extra Kohle, wenn wir es früher nehmen. Vermute ich mal. So, das nehmen wir gleich mal. Schöne Upgrades. Ja, ich würde sagen, es läuft. 20 Zombies, die werden da wieder raufkrabbeln dann. So, wo können wir denn hin? So viel Plätze habe ich ja hier nicht. Wir nehmen das hier hin. Upgraden den so schnell es geht. Der schießt auch da runter. Das finde ich klasse. So, Upgrade. Zack, boom, bang, Taktik. Jo, läuft, läuft. Wir lassen uns nicht fisten. 26 Zombies. Jawohl. Final Wave. Da haben wir hier auch noch einen rein. Also bis jetzt ist es überschaubar. Es ist natürlich so, wenn wir einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad nehmen. Wir wollen alles auf 3 Sterne, Leute. Das sage ich euch gleich. Das ist mein Ziel. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wird interessant werden. Es gibt viel zum Upgraden. Ich freue mich richtig drauf. Ey, die nehmen die Abkürzung. Das ist so unfair. So ihr feigen Hunde, habt ihr das gesehen? Nehmen die Abkürzung. So eine Schweinepriesterei hier. Aber das werden wir denen unterbinden. Das läuft nämlich gar nicht. Die nehmen die. Das sind Krabbelzombies oder sowas. Kann man die nicht irgendwie. Ja, die müssen wir anschauen im Hauptmenü. Das sind Zombies, die können krabbeln. Das gefällt mir gar nicht. Aber sie kriegen auch in die Fresse. Ne? So, jetzt können wir da hinten, kann ich nur einen hin höchstens. Werden wir auch gleich upgraden.
Oh, ist nicht mehr nötig, wir haben's geschafft. We held them back. Sie meinen wohl hold, held them back, okay? Once more, I want you to stay and guard the place as long as you can. Also, mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich werde das mal so ein bisschen durchlesen. Will do, Princess. Alles klar. So. Die quatschen hier ein bisschen. Alles werde ich jetzt nicht vorlesen. So, und ich krieg 3 Sterne und den Storm Tower. Ich glaube, den haben wir jetzt freigeschaltet. Second Turret, genau. Ich drück mal Continue. So, jetzt müssten wir 6... Ja, genau, 6 haben wir, bei 11 ist irgendwas. Keine Ahnung was, schalte was frei, ich kann es nicht sagen. Aber wir haben einen zweiten Tower, da sind wir dabei. So. Dann sollen wir jetzt da rein. Okay, das ist ein Slow Tower, den nehme ich sehr gerne an. Der stampft die um oder hält die zurück oder wie auch immer. Ich will wissen, wie ich hier diesen 4. Stern kriege. Das juckt mich in den Fingern, Leute. So, wir können wieder ein bisschen was forschen, das werden wir auch machen. Der ist noch immer hier. Wann kriege ich den bitte? Unlock in Aerotown Research. Aerotown Research. Hier können wir den irgendwie freischalten. Ich frage mich nur gerade, wo. Schauen wir mal. Ah, hier ist er, der Scheißer. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Stufe 3 zum Freischalten. Und nachher werden wir das hier erforschen. So, den Hammer, und ihr seht, Stufe 4 gibt's, Stufe 5. Also da ist nur einiges offen, es wird dann richtig teuer. Können wir vielleicht den, das wird mich interessieren, den, wo ist denn der Stomper? Hier ist er, der Stomper. Können wir da auch noch was machen? Ich habe 103, au, das ist teuer. Also ihr seht, ah, bei dem gibt's auch viel zum Freischalten. Und jo, ich würde sagen, let's go, Level 3 und so. Kommen wir da wieder zurück? Oh, was haben wir denn hier jetzt? Was ist das da? Jo. Die verschiedenen Zombies, da gibt's jetzt Kreen. Normal, Resistance, Medium, bla 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 bla, 75 Leben. Also Kreen haben wir hier noch. Gut, dann schauen wir die Achievements, haben wir auch wieder ein bisschen was freigeschaltet. Also, da gibt's alles mögliche, da kriegen wir auch Kohle. Ich schau jetzt mal rum da. 250 kriege ich dafür, kill 50 Monsters mit Verteuren, Teak, Poison. Okay, das muss ich erst freischalten. Also ihr seht, Silbermünzen gibt's genug. 1 von 1, okay. Schauen wir mal zurück. Oh, 50, 0 von 50, 0 von 1, kill one Monster. Ah, das kann man dann praktisch, da gibt's mehr zum Freischalten hier, okay. Schauen wir mal davor. Explosive Damage, ja. Gut, jetzt wird es halt schon schwieriger. Was? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.